Hey Leute, meine Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen entschuldige ich mich. Ich glaube, ich höre mich ziemlich bescheuert an. Es ist gerade 23.22 Uhr etwa. Ich komme gerade aus dem Waldstadion, also aus der Commerzbank Arena. Da war ich beim Public Viewing zum deutschen Auftaktspiel der Europameisterschaft 2016 gegen die Ukraine. Und ich habe mir in der Halbzeitpause, wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich dort war. Und ich habe mir in der Halbzeitpause überlegt, wie es denn wäre, einfach so ein kurzes Statement dazu abzugeben. Jetzt während der EM kann ich das weitermachen, wenn ihr das cool findet. Ist jetzt einfach mal eine Idee, was ich ausprobiere. Schauen wir mal. Also zum Spiel Deutschland-Ukraine. Ich habe die Halbzeit schon zusammengefasst, also Hector und Boateng haben eine unfassbare erste Hälfte gespielt. In der zweiten Hälfte war diese herausragende Leistung nicht mehr ganz so nötig, worüber ich sehr, sehr froh war, weil die Ukrainer sich sehr müde gespielt hatten. Manuel Neuer, Weltklasse heute. Der hat ein paar Dinger gehalten, die eigentlich hundertprozentig gewesen wären. Ich hatte am Anfang meinen Freunden und Leuten, die mich gefragt haben, schon prophezeit, dass es ein schweres Spiel wird. Definitiv ein sehr, sehr anspruchsvolles. Das hat sich letztendlich auch bewahrheitet. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Deutschen... Also ich dachte mir, auch gerade nach der ersten Viertelstunde, das ist hart umkämpft, die Deutschen können das gewinnen, aber sicher ist das auf keinen Fall. Und so zeigte sich das Spiel auch. Ein ganz, ganz großes Lob an die Ukrainer, die ein Wahnsinnsspiel hingelegt haben. Gerade in der ersten Hälfte standen sie den Deutschen in eigentlich nichts nach. Die deutsche Abwehr, klar, hat noch ordentlich geschwächelt, weil die auch einfach so noch nie zusammengespielt hatten. Aber wie gesagt, ganz, ganz großes Kino von Boateng und Hector. Hector, den ich so gar nicht auf der Liste hatte. Also als so herausragender Spieler, der hat sich heute echt ganz, ganz toll gezeigt. Götze hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber hat auch ein paar ganz herausragende Dinge rausgehauen. Der Freistoß zum 1:0 von Toni Kroos. Ich habe Özil und Toni standen da und ich habe zu Leila, also zu der Freundin, mit der ich in der Commerzbank Arena war, schon gesagt, bitte, bitte, bitte lasst Toni schießen. Ich kenne ihn sehr, sehr gut aus der Bayern-Zeit, wo er bei den Bayern gespielt hat. Ich vermisse ihn bei den Bayern auch sehr. Aber der hat einfach so einen Wumms und der kann das. Der schießt nicht immer 100% präzise, aber mit einem Wahnsinns-Wumms. Und das hat er wieder gezeigt. Und klar, Mustafi mit dem Kopf, weil es war ganz großes Kino, aber es war ein Standard. Und ohne diesen Standard wäre es sehr, sehr eng geworden, glaube ich. In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass die Ukrainer sich sehr, sehr müde gespielt hatten. Ja, die Deutschen hatten ein bisschen mehr Freiraum. Die Ukrainer haben öfter den Ball verloren bzw. sich wegnehmen lassen als vorher noch und standen aber trotzdem hinten ziemlich sicher. Also der Großteil der zweiten Halbzeit spielte sich im Strafraum der Ukraine ab, beziehungsweise in der Hälfte der Ukrainer, sagen wir es so. Aber das 2:0 resultierte nicht daraus. Also merkt man, die Ukrainer haben viel Glück gehabt und auch vor allem eine Wahnsinns-Abwehrarbeit geleistet. Ja, die Einwechslung von Bastian Schweinsteiger war natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen dieses Spiels. Das ganze Waldstadion hat getobt. Man hat es in der Übertragung gehört. Die ganzen deutschen Fans standen Standing Ovations für unseren sehr, sehr angeschlagenen Captain, den ich auch sehr bei den Bayern vermisse. Ich habe mich so wahnsinnig für ihn gefreut. Nach diesem Riesen-Solo und man sieht nur an der Seite, wie Schweini durchläuft und er auf der Höhe ist. Und dass er den auch machen durfte, fand ich, war ganz, ganz großes Kino. Ich habe mich sehr, sehr deutlich gefreut,
und habe damit auch zu spät gemerkt, dass eine riesige Kamera vor mir stand. Also, wer mich in irgendwelchen Nachrichten, vielleicht bei irgendwelchen Hessen-News oder sowas findet, ich habe nicht gesehen, von welchem Sender die waren, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich habe mich wahrscheinlich blamiert bis auf die Knochen, aber dieser Jubel ist unter anderem der Grund, warum ich jetzt so klinge, wie ich klinge. Ja, das war es eigentlich schon. Also 2-0 Endstand, verdienter Sieg der Deutschen gerade in der zweiten Hälfte, aber die Ukrainer haben ganz, ganz toll dagegen gehalten. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich das jetzt hier einfach so uncut hochladen. Sagt mir mal, wie euch das gefällt und dann sehen wir uns vielleicht zum nächsten Deutschlandspiel wieder oder auch nicht. Das entscheidet ihr. Tschüssi.